Herzlich willkommen zu diesem Salzburg informiert. Das Gespenst Blackout geistert derzeit durch Politik und Medien und genau darum geht es auch beim heutigen Studiogespräch mit Siegfried Mühlecker. Herzlich willkommen, Leiter der Energietechnik heißt es ganz genau bei der Salzburg AG und Dominik Rosner, er leitet, Sie leiten den spezialisierten Einsatzstab hier beim Land Salzburg. Herr Mühlecker, die Frage, die wir uns alle stellen, wann kommt das Blackout wirklich? Ja, danke sehr für die Einladung. Es geht ja bei Energielenkung darum, gerade ein Blackout zu vermeiden. Blackout ist ein ungeplanter, nicht geplanter Ausfall der Stromversorgung. Das soll in ganz Europa verhindert werden. Das heißt, ein Blackout ist jedenfalls ungeplant und es gibt auch nirgendwo in den Schubladen Pläne, an einem bestimmten Tag abzuschalten. Genau so ist es, ja. Genau. Wenn man jetzt an die vergangenen Stunden denkt, in Salzburg hat es minus 10, 11 Grad, teilweise noch mehr Minusgrade, je nachdem, wo man wohnt. Läuten da bei Ihnen schon die Alarmglocken? Es ist sicher so, dass in diesen Tagen, in den letzten Tagen aufgrund der geringen Temperaturen sehr viel mit Strom auch in Salzburg geheizt wird. Außerdem sehen wir die Beschneiung, die die Lasten zieht. Wir hatten gestern eine Höchstlast von ca. 850 MW. Das ist in diesem Jahr der höchste Wert. Allerdings für uns ist das jetzt nichts besonders Außergewöhnliches. Genau dafür haben wir unsere Speicherkraftwerke. Salzburg AG verfügt über drei große Speichergruppen und die laufen jetzt, das ist da wahrscheinlich wenig Geheimnis um diese Zeit, die laufen jetzt auf Volltouren, nahezu 24 Stunden am Tag, dass wir eben genau diesen Mehrverbrauch gut abfangen und Salzburg sicher versorgen. Kann man es zusammenfassen, wann wird es aus Ihrer Sicht kritisch? Ja, kritisch würde es dann werden, wenn in ganz Europa für längere Zeit, also eventuell im Jänner und Februar, wirklich für längere Zeit, 3-4 Wochen, extrem niedrige Temperaturen sind, nicht nur für wenige Tage. Zweitens, wenn kein Wind in Österreich und in ganz Europa ist, also keine Windproduktion. Und wenn es zusätzlich zum derzeitigen Instandhaltungsstand zusätzlich noch zu ungeplanten Kraftwerksausfällen käme, wenn diese drei Dinge zusammenkommen würden, dann könnte es schon kritisch werden. Derzeit nicht in Sicht, überhaupt nicht in Sicht, aber wir müssen uns jetzt schon darauf vorbereiten, was zu tun wäre, wenn es eben knapper würde. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, man übertreibt heillos und werden alle Salzburgerinnen und alle Salzburger, die ganze Bevölkerung in Österreich, dauernd mit diesem Thema informiert. Wie sehen Sie das persönlich? Naja, einerseits wird, sage ich jetzt mal, die Eskalationsstufe, sage ich jetzt mal, weniger schnell voranschreiten, je besser es uns gelingt, im Vorfeld weniger Energie zu brauchen. Also es ist ja immer so dieses Gegenspiel Energieverbrauch und Dargebot, wie es Herr Mühlecker schon angesprochen hat. Also je mehr es uns im Vorfeld gelingt, einzusparen und diese Differenz auszugleichen, umso weniger drastisch werden auch dann die Maßnahmen ausfallen müssen. Und andererseits, wie gesagt, Panik entsteht halt meistens dann, wenn es die Menschen unvorbereitet irgendetwas in der Alltagsnormalität trifft. Und da versuchen wir einfach durch Vorinformation und Sensibilisierung Panik einfach zu vermeiden und den Menschen klar mitzugeben, worum es eigentlich geht bei der Energielenkung. Panik zu vermeiden, vorbereitet zu sein. Herr Mühlecker, ist momentan, wenn man auf den europäischen Energiemarkt schaut, eine Situation, wo man sich vorbereiten sollte? Ja, es ist sicher so, dass die Lage angespannt ist. Ich würde sagen kontrolliert, aber angespannt. Wenn man hier die beiden Energieträger Gas und Strom betrachtet, dann kann man sagen, dass im Gas Österreich, auch Salzburg, wirklich gut aufgestellt ist. Gut. Wir haben heute einen Speicherstand von 94% in unseren Gasspeichern. Das ist wirklich für Mitte Dezember noch besonders hoch. Im Strom ist es so, dass wir die Hausaufgaben gemacht haben. Allerdings muss man hier sagen, dass Österreich insgesamt im Strom, in der Stromversorgung im Winter stark von Importen aus dem Ausland abhängig ist. Ja, und daher es natürlich vernünftig ist, sich vorzubereiten, was ist zu tun, wenn es knapper würde. Also auch hier im Strom die Situation sicher
angespannt. Sieht man auch an den extrem hohen Preisen, die an den Strombörsen derzeit gehandelt werden. Angespannt, aber unter Kontrolle. Aber nochmals, es ist notwendig, sich in so einer Situation vorzubereiten, was ist zu tun, was ist geordnet zu tun, kontrolliert zu tun, wenn es knapper würde. Darum geht es bei Energielenkung. Wie kann man sich das vorstellen? Ruft da bei Ihnen im Haus jemand an und sagt, Achtung, in ein paar Stunden bekommen Sie weniger Strom und das wird nicht mehr ausreichen? Nein, das Ganze geht so, dass wir mit 3 bis 5 Tagen Vorlaufzeit von den Netzbetreibern, ja, nicht nur vom österreichischen Übertragungsnetzbetreiber APG, sondern von allen europäischen Netzbetreibern 3 bis 5 Tage im Voraus Signale bekommen, aha, es könnte knapper werden. Da werden jeden Tag Simulationsrechnungen gemacht. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass dieser Ernstfall wirklich eintreten würde, werden dann die Haushalte als erstes abgeschaltet? Wie schaut da der Plan aus? Nein, also die Haushalte trifft es eigentlich erst ganz zum Schluss. Es geht einmal in erster Linie dann um Verwendungsbeschränkungen, also wo einzelne Nutzungen einfach beschränkt werden. In einer nächsten Stufe werden dann wirklich Verbote ausgesprochen und dann kommt es zu einer Einschränkung der Großverbraucher, aber durch den Bund. Also das sind einfach wirklich jene Unternehmen, die einen hohen Stromverbrauch haben, die werden von Bundesseite reduziert. Und erst wenn das nicht ausreichen würde, dann wird es in einem nächsten Schritt zu sogenannten Flächenabschaltungen kommen, wo dann einfach die Haushalte genauso betroffen werden. Und wenn dieser dritte Schritt sozusagen notwendig werden würde, womit rechnet man momentan? Wie lange wird es einen Haushalt ungefähr treffen? Wie viele Stunden wird da der Strom abgeschaltet werden? Also unsere Planungsüberlegungen gehen von einem Zeitfenster von 3 bis 4 Stunden aus. Warum 3 bis 4 Stunden? Weil das Weg- und Wieder-Zuschalten einzelner Gebiete, diese Schaltvorgänge einfach auch Zeit beanspruchen. Aber 3 bis 4 Stunden wären diese Zeitfenster, wo dann in einzelnen Gebieten kein Strom verfügbar wäre. Wobei dazu gesagt werden muss, das passiert immer vorangekündigt und letztendlich jede Zone weiß im Vorfeld, wann dort der Strom abgeschaltet werden würde. Also es ist nichts, was die Menschen dort unvorbereitet und zufällig trifft, sondern es würde, wenn, dann einem ganz klaren Plan folgen. Obwohl man ja schon damit rechnen muss, dass wenn der Strom 3-4 Stunden weg ist oder 3 Stunden, wie Sie sagen, dass es ja zu einem Einschnitt im Alltag kommt. Das hat natürlich Auswirkungen. Das hat sehr weitreichende Auswirkungen und genau diese Folgewirkungen abzuklären und abzuschätzen, ist auch eine unserer zentralen Aufgaben in der Einsatzführung. In einer Welt, die massiv mit Strom funktioniert, ist die Abhängigkeit vom Strom natürlich vielfältig und weitreichend. Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, dass wenn diese Abschaltungen einfach planmäßig passieren, dann auch jeder Haushalt und die unterschiedlichen Bereiche sich besser darauf vorbereiten können. Also das ist einfach aus unserer Sicht so dieser Schlüsseleffekt. Natürlich hängt es dann vielfach auch davon ab, wie lange dauert so ein Zeitraum, weil wenn das nur über 1-2 Tage ist, dann ist es weniger problematisch, als wenn es über einen längeren Zeitraum dauert. Aber wie gesagt, es ist jedenfalls planbar und man weiß dann, wann es soweit ist. Energiesparen ist aus Ihrer Sicht so das Gebot der Stunde. Vielleicht können wir da noch einmal den Blick drauf werfen, warum bringt es etwas, jetzt Energie zu sparen, wenn womöglich der Strom erst im Jänner oder Februar knapp wird? Ja, gern. Also mit ganz einem plakativen Beispiel. Strom kann man in Österreich, in Salzburg, sehr gut speichern mit Speicherkraftwerken. Hier ist die Energie einfach durch das Wasser, das in den Speicherseen vorhanden ist, gespeichert und das wird dann abgearbeitet, wenn man eben die Energie braucht. So, wenn jetzt die Kundinnen und Kunden in einer Zeit, wo es noch leichter geht, auf freiwilliger Basis Energie sparen, ja, dann müssen wir die Speicherkraftwerke in dieser Zeit eben weniger betreiben. Das Wasser bleibt in den Speicherseen und ist dann vorhanden, wenn es wirklich knapp wird. Ja, da müssen wir weniger abfahren. Genau die Situation hatten wir heuer schon im Herbst, ja, wo wir erste Spareffekte gesehen haben. Ja, und jetzt, diese Tage, wo es eben wirklich kalt ist, nur einige Tage, können wir massiv fahren. Ja, also das bringt etwas
und ganz klar und ganz einfach, Energie, die jetzt nicht verbraucht wird, kann über das Wasser in den Speicher sehen, in den Speichern verbleiben und kann ihm dann erst abgearbeitet werden, wenn es wirklich gebraucht wird, wenn es wirklich knapp ist. Energiesparen ist sozusagen in aller Munde, auch wir reden jetzt hier sehr stark darüber. Wenn Sie zu Hause jetzt sich denken, wo kann ich wirklich bei mir einsparen, bei mir im alltäglichen Leben, wir haben eine Grafik vorbereitet. Sie sehen hier die Empfehlung, wie kühl sozusagen der Kühlschrank sein sollte, dass man anstatt herkömmlicher Glühbirnen LED-Lampen einsetzen sollte oder auch das Wasser im Wasserboiler richtig heizen soll. Also wirklich Maßnahmen, die etwas bringen. Sie finden es genau beschrieben unter www.salzburg.gv.at/energiesparen. Also es zahlt sich wirklich aus, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vor allem spart es natürlich auch Geld. Herr Rosner, was sind so die nächsten Aufgaben, wenn wir wieder zurückkommen in den Einsatzstab, der jetzt oder die jetzt vor Ihnen sind? Ja, wir werden uns weiter mit Infrastrukturträgern abstimmen. Öffentlicher Verkehr beispielsweise ist natürlich auch in der Energielenkung ein wesentliches Thema. Wichtig ist natürlich auch immer zu beobachten, was passiert auf Bundesebene, weil das natürlich dann in weiterer Folge auch auf die Länder Auswirkungen hat. Und da werden sich unsere nächsten Schritte hinkonzentrieren. Mit diesem Ausblick sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs. Danke Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben es gehört, Energiesparen unterstützt nicht nur die Umwelt sozusagen, sondern in den nächsten Monaten vor allem auch die Sicherheit der Versorgung. Also wir sind alle aufgefordert, hier unseren Beitrag zu leisten. Noch einmal der Hinweis auf salzburg.gv.at/energiesparen gibt es alle Informationen. Natürlich gibt es auch auf der Internetseite des Landes im Ernstfall alle Informationen zu Zonen, zu Abschaltplänen und Zeiten, wo der Strom sozusagen weggeschaltet wird, um das Netz zu stabilisieren. Also informieren Sie sich, bleiben Sie dran am Thema und wir danken Ihnen fürs Dabeisein und freuen uns auf das nächste Salzburg informiert.